Vor uns steht jetzt die NSR Reifenschleifmaschine. Wir sehen, wir haben zwei Motoren als Antrieb. Der eine Motor treibt hier die Schleifscheibe an, der andere Motor treibt die Achse an. Und ihr seht jetzt hier an der Achse, wir haben hier 2,36 mm, also für die Felgen aus dem 1 zu 32er Bereich. Und diese Achse ist aber austauschbar auf eine komplette durchgängige 3 mm Achse, sodass ihr auch die Reifen der 124er schleifen könnt, beziehungsweise die Felgen für die 3 mm Achse dann hier montieren könnt. Ihr seht auch hier, dass ihr ab dem Bereich, ab der Kante hier, die Achse bereits 3 mm Durchmesser hat und hier durch die Lager durchgeführt wird. Hier vorne, also der Bereich ist beweglich. Ich habe hier von der Seite, diese Achse hier bildet den Anschlag, dass ich hier fest einstellen kann, ab wann der Arm hier nicht weiter nach vorne drücken kann. Hier zur Feineinstellung und zum Vortrieb dann des Reifens, der den Anpressdruck an die Scheibe produziert, habt ihr hier diese Schraube und ihr seht, dass sich dann die Achse in Richtung Schleifscheibe bewegt. Somit kann ich feinfühlig den Reifen an die Schleifscheibe ranführen und mit leichtem Druck dann den Reifen schleifen. Angetrieben ist die Achse hier über zwei Riemen. Genauso hier in dem Bereich habe ich zwei Riemen, die dann die Schleifscheibe antreiben. Was jetzt interessant ist, was man hier auf dem ersten Augenblick nicht sieht, ist, dass man die Achse im Sturz einstellen kann. Dazu gibt es auf der Unterseite zwei Schrauben, also das ähnliche Prinzip, wie wir es von Hoodie her kennen. Die Schrauben kann man lockern und dann kann man hier diese Achse einstellen und so kriege ich einen Sturz auf den Reifen drauf beim Schleifen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil von dieser Schleifmaschine. Das können nicht alle, die kann es, also auf jeden Fall schon mal ein Riesen-Pluspunkt. Dann gibt es ein zweites Feature, das andere Schleifmaschinen auch nicht haben. Man kann hier auf diesen Bock hier eine Art Rasierklinge fest montieren und ich kann den Reifen dann hier sehr schnell im Durchmesser verkleinern und meinen Feinschliff hier auf der Scheibe dann machen. Andere Möglichkeit ist, ich montiere mir hier gar nichts und kann hier einen Reifen montieren und kann diese Seite der Schleifmaschine für das sogenannte Abstechen benutzen. Das heißt, ich habe einen Reifen, der ist etwas breiter als die Alufelge nach links und oder rechts und ich kann dann mit einem Messer einfach die zwei Seiten abschneiden, dass ich schon mal näher dran bin an der Felge mit meinem Reifenmaterial und den letzten Rest mache ich dann mit einer Feile, indem ich von außen an die Kante hingehe, bis Reifen und Felge bündig sind. Dann schauen wir uns die Anschlüsse hier mal an. Wir haben hier zwei Buchsen für 4 mm Bananenstecker und daneben einen Kippschalter mit drei Positionen. Mitte ist aus und dann gibt es 1 und 2. Diese Stellungen sind dafür, um entweder nur einen Motor laufen zu lassen, wenn ich hier jetzt in dem Bereich nur arbeite, oder ich brauche eben beide Motoren, wenn ich den Reifen ganz normal hier vorne feinschleifen will. Soweit zur Maschine, also sehr interessantes Teil, wird auch in dem Jahr erscheinen. Einfach verfolgen, ich werde die im Shop aufnehmen, einfach reinschauen.